AG Universe. Oder habt ihr schon, ich wollte jetzt, ich habe das hier mitbekommen, habt ihr schon gesagt, wer die Punkte bekommen hat? Ja, hat er gemacht. Okay. Und bei AJ Adams gibt es wohl ein Update, was du überschreiben kannst. Okay. Ich bin ganz Ohr. Ach so, Hat er nur zum gesagt, Runterladen. Okay. was? Alles klar. Das machen wir nach dem Pay-per-View. Wir sehen hier zum Ring kommen. Die Freundin von AJ Adams. Alexia Adams, sie will natürlich den Titel haben. Wir haben in dem Match, das konnten wir am Freitag erleben, die beiden trafen aufeinander als quasi Vorab-Match zum Pay-Per-View. War ein sehr spannendes Match, ein sehr hartes Match, am Anfang sehr fair. Standen sich in der Ringecke gegenüber. Miss Chaos und Alexia Adams, beide fair auseinander. Es war wirklich sehr, sehr freundlich aus zwischen den beiden. Bis Miss Chaos Chaos. zum Sledgehammer griff. Alexia Adams musste ins Krankenhaus, tritt hier an, hatte zwei angebrochene Rippen, hat es aber zum Pay-Per-View geschafft, nach den rüden Attacken mit dem Sledgehammer hier von Miss Chaos, die jetzt reinkommt. Das sieht man mal. Die gehen auch gerne mit voller Herze voran. Genau, und dann Miss Chaos, das wird auch den Rubin Sam freuen, der ja auch eher der Brutale ist, die wird ja heute in der Ecke stehen. Beim Rubin Sam. Das heißt, Miss Chaos und Alexa Adams werden heute nochmal sich sehen. Außer Miss Chaos lässt den Hammer wieder schwingen. Ist die große Frage, ob die Verliererin danach ein bisschen nachtragend ist. Da sind wir Ob wir gespannt. dann schon das Rückmatch haben. Ich denke, Alexa Adams ist auch sauer auf Miss Chaos durch den Einsatz des Sledgehammers. Sie hatte starke Schmerzen im Krankenhaus verbracht die Nacht. Ich bekam dann den Anruf von AJ Adams, der mir mitgeteilt hatte, dass sie dann zum Pay-Per-View starten konnte. Das Title Match war in Gefahr gewesen. Aber Alexa Adams will nicht aufgeben. Also ich bin Nein, dabei. Viper. Nein, Viper, Page ist nur eine Kopie von Miss Chaos. Miss Chaos ist die richtige. Richtig. Müssen wir immer wieder darauf hinweisen. Beginnt aber eigentlich ganz gut am Anfang mit schönen Kettenwrestling. Das stimmt. Und Lexa Adams ist jetzt auf dem Weg nach draußen hier. Kommt zu uns am Pult. Ich denke mal, sie sucht sich hier schon eine Waffe. Sie will es hier, Miss Chaos, rein. Nee. Geht wieder rein. Sie versucht noch mal Kraft zu sammeln und überlegt, wie sie es schafft. Und so sah das auch aus am Freitag. Die gingen fair auseinander, als sie in der Ringecke waren. Das sind so fast schon ähnliche Bilder. Rexuplex jetzt hier von Miss Chaos. Die jetzt in der Oberhand ist in diesem Match. Hämmert jetzt den Kopf von Alexa Adams zu auf den harten Boden. Aufs Holz. Das tut weh. Das rüttelt einen erstmal durcheinander. Und der Kick gegen den Kopf. Also wir sehen hier leichte Vorteile für Miss Chaos aktuell. Alexa Adams kommt jetzt wieder rein. Chainbreaker kontert, aber Miss Chaos lässt es nicht zu, dass sie da weitere Aktionen folgen lässt. Smasht sie jetzt hier hoch und wirft sie zu Boden. Ja, Miss Chaos aktuell dominierend. Wird sie sich den Titel holen können? Als eine unserer beiden Diva-Wrestlerinnen, die wir hier beschäftigt haben. An Zuschauerinnen, wer Interesse hat, auch eine Diva zu spielen, ist herzlich eingeladen. Unter den FAQs findet ihr, wie es funktioniert. Es ist ganz, ganz einfach, auch wenn ihr das Spiel nicht habt. Man muss das Spiel nicht besitzen. Und es sind auch gute Plätze frei im Titelrennen. Kann sich bitte jemand mal um diesen Stealth kümmern? Der soll mich nicht die ganze Zeit mit Sachen bewerfen. Können wir noch mal ein paar Security-Leute ranholen hier?
Sonst setzen wir auch noch Keta auf dich. Vielleicht möchte der ein oder andere das ja. Alex Adams ist wieder mit vor, jetzt hier wieder ins Match gekommen. Kontrolliert aktuell diese Phase. Ah, schöner Dropkick hier gegen den Kopf von Miss Chaos. Cover, ob das schon durchgeht. Es geht um den Titel. So schnell gibt da Miss Chaos nicht auf. Klappt nicht. Darf ich kurz was sagen? Hm? Wir haben hier gerade eine interessante Wendung. Der Extreme Right, mit dem ich im First Contender Match hatte, kommt her und hilft mir. Oh! Und greift. Hallo Extreme White. Aber konzentrieren wir uns mal wieder auf dieses spannende Match. Das Chaos setzt hier auch gerade Alexia. Oh, vom Top Row befördert sie nach. Mit dem Überwurf hier nach unten auf den harten Boden. Das war hoch. Jetzt Cover direkt. Da war auch Alexia Adams will den Titel. Sie ist zwar angeschlagen, aber. Durch die angebrochenen Rippen, aber. Den Titel will sie haben, da kämpft sie. Da gibt sie nicht auf. Dominiert jetzt hier wieder Miss Chaos. Cover. Aber auch Miss Chaos kommt hier raus. Sieht so aus, als ob beide das Match schnell beenden möchten. Viele Coverversuche. Sexy, powerful WWE Divas. My all-time favorites, the WWE Divas. Und jetzt wird sie gestretched, Alexa Adams. Ja, der Körper, Rippen, Rücken, da schlug Miss Chaos wild mit dem Vorschlaghammer drauf ein. Das ist ihr Angriffsziel hier. Alex Adams dreht den Spieß wieder um. Aber auch das Cover kommt nicht durch. Wer wird hier mit dem Titel nach Hause gehen? Wer sichert sich das Gold zwischen den beiden? She has to be in pain from her neck all the way down to her tailbone. She's gonna definitely need a good masseuse, and I'm available. Are you kidding me? Look! Danke, danke. Oh, Lex Adams jetzt auch schon sehr die Ausdauer wohl angeschlagen. Hier braucht etwas, um wieder auf die Beine zu kommen. Jetzt die Kicks gegen Miss Chaos. Oh, das sieht jetzt aktuell nicht gut aus für Miss Chaos. Und Snap DDT hier an Miss Chaos. Es geht auf den Kopf, das fügt Schmerzen zu. Richtet sich sie erstmal rauf, lässt sich zurechtlegen hier. Ah, Miss Chaos versucht sich zu befreien, schafft es auch. Scheint noch etwas fitter zu sein, kommt sehr schnell wieder hoch. Oh, was sehen wir jetzt von Miss Chaos? Holt sie den Sledgehammer wieder? Holt sie hier wieder den Sledgehammer oder hat sie was anderes? Die Leiter direkt! Die kleine Miss Chaos schnappt sich direkt die Leiter! Die ist aber auch aggressiv! Aber Alexa Elf, die ist mal rechtzeitig da. DDT lässt gar nicht erst zu, dass Miss Chaos wieder Waffen einsetzen kann. Camel Clutch! Once again, this is a no disqualification match. Chairs, tables, ladders, everything is legal in this contest. Yeah, which makes this match extremely Chaos jetzt hier gewirkt zwischen Alexa Adams. Ich bedanke mich bei Fabian fürs Follow. Kick von Miss Chaos.
Das ist einfach ein bisschen das Match hier zwischen den beiden. Beide wollen den Titel haben. Auch schon einiges eingesteckt hier. Wir müssten hier in der Endphase des Matches sein. Miss Chaos jetzt in der Ringecke. Was hat Alexa Adams vor? Ja, Endphase kann man nicht so sagen. Man kann ja nie wissen. Sie zeigen schon, dass sie Härte beweisen. Vielleicht könnte das Match auch etwas länger dauern. Ja, das ist recht, glaube ich. Jetzt das Cover an Miss Chaos. 2. Au, oh, das war knapp. Eieieiei. Nearfall. Wir werden erleben hier die erste Spannung hier im Titelgeschäft. Da hat Adams schon fast den Titel gehabt. Sagt jetzt hier Miss Chaos, lacht sie an, sagt, was los, was jetzt? Was machst du ohne Waffen? Kann Miss Adams jetzt hier den Sack zumachen? Geht auf den Arm. Miss Chaos kassiert weiter hart ein, aber Adams angeschlagen. Miss Chaos nutzt das aus. Der Schlag kommt jetzt hier wieder ins Match. Oh, Suplex. Oh. Jetzt Cover direkt. Reicht das aus? 1, 2 und 3. Das ist Miss Chaos mit dem Diva-Title. Sie gewinnt ihn. Alexa Adams. Wir hören den Applaus. Herzlichen Glückwunsch an Miss Chaos, gewinnt den Miyagi Diva Championship Title. Alexa Adams war angeschlagen gewesen. Hätte es fast geschafft, Nearfall. Miss Chaos konnte den Spieß umdrehen und sich den Titel sichern. Also wir haben einen ersten neuen Champion, Championess, wie ihr wollt. Ruben Sam freut sich backstage.